Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 3. Mein Name ist Lukas und ich begrüße euch recht herzlich. Und jetzt sagen wir, labern hier gar nicht lange rum, sondern machen weiter mit der nächsten Cutscene. In der letzten Folge haben wir ja die Karte der Azteken entdeckt, verteidigt, wie auch immer. Und wissen nun, dass sich der Mondsee in Florida oder in La Florida befindet. Und da schauen wir mal, wie es weitergeht. Morgan ist auf dem Weg nach Florida. Er hofft, den Mondsee von den Spaniern zu erreichen. Aber ein Wirbelsturm bringt... bringt seine Schiffe vom Kurs ab und zwingt ihn, in Kuba an Land zu gehen. Fortfahren. Gehen wir nach Kuba. Gehen wir uns ein bisschen rum und ein paar gute... Morgan setzte Segel gegen Florida, aber er hatte nicht mit dem Wirbelsturm gerechnet. Einen solchen Sturm hatten die Ritter noch nie gesehen. Er traf das karibische Meer mit voller Wucht und hinterließ die jungen Kolonien in Trümmern. Das Schiff muss eine ganze Weile ins Trockendock, bevor es wieder seetüchtig ist. Keine Zeit dafür. Wir müssen in See stechen. Wenn ihr damit nach Florida wollt, müsst ihr die letzten 100 Meilen schwimmen. Seid froh, dass ihr bei einem solchen Wirbelsturm überhaupt einen Hafen erreicht habt. Da wir von Wirbelstürmen reden... Sieh an! Morgan Black. Die neue Welt hat euch also doch am Leben gelassen. Was höre ich da von Florida? Nichts, das euch etwas anginge. Ach, kommt schon. Ihr habt meine besten Schiffe versenkt. Ihr schuldet mir ein wenig Höflichkeit. Macht ihr Jagd auf die Schatzflotte? Ei, wir sind hinter den Spaniern her, aber wir wollen nicht ihr Gold. Wenn ihr uns nach Florida bringt, gehört es euch. Das gefällt mir. Ihr Ritter beschäftigt die Spanier und ich mache mich mit der Beute davon. Ich fürchte nur, dem seid ihr nicht gewachsen. Ihr etwa? Eure zerlumpten und unterernährten Piraten nehmen es bestimmt nicht mit einer Armee von Konquistadoren auf. Schon gut. Aber ich segle nun mal nicht gerne mit Rittern. Vielleicht lasse ich ja euch und eure Männer auf mein Schiff. Aber zuerst müsst ihr euch beweisen. Und wie immer schenkt uns das Leben nichts. Wir müssen erst beweisen, dass wir mit den Piraten zu segeln dürfen. Ich bringe euch nach Florida. Mir einen Namen auf diesen Inseln zu machen, sollte Lizzie beeindrucken. Ich muss irgendwie meinen Ruf verbessern. Der Wirbelsturm hat uns so weit vom Kurs abgebracht, dass wir keine Lieferungen aus Malta mehr erhalten. Sir, die Indianer greifen einige der Siedler an. Wir sollten diese Siedler beschützen. Würde ich auch mal sagen. Diese asozialen Indianer töten einfach die Siedler. Und dafür werde ich bestraft. Ja gut, das war 8000 EP hier irgendwie machen. Haben wir irgendwo einen EP-Count oder so? Also danke, nee. Freunde. Nehmt euch, was ihr braucht und fühlt euch wie zu Hause in Havanna. Havanna. Die Blasrohrkrieger sind schwach gegen Kavallerieeinheiten. Wir sollten einen Stall errichten und mehr Kavallerie ausbilden. Würde ich auch mal sagen. Und dann gönnen wir uns erstmal eine schöne Flasche rum. Die Kariben Havannas Handel mit dem Rest von Kuba unterbunden. Wir sollten das Gebiet sichern und den Handelsposten wieder aufbauen. Aber Vorsicht, es gibt vielleicht noch mehr feindliche Eingeborene. Davon bin ich sogar überzeugt, dass es noch mehr feindliche Eingeborene gibt. Aber wie der Spanier ja gesagt hat, gegen Stahl und Schießpulver haben sie nichts entgegenzusetzen. Wobei wir überhaupt gar kein Schießpulver haben, da wir uns im Kolonialzeitalter befinden. Wir haben nur Armbrüste und Stahl. Aber es dürfte zur Not auch gehen. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie viele Leute da unten sind, wie viele Indianer. Ob die Truppen, die ich habe, reichen. Deshalb warte ich mal kurz und baue auf jeden Fall noch einen Stall und bilde ein paar Husaren aus. Bislang schaue ich mir mal ein bisschen um. Ja, das ist das Schiff, mit dem wir nachher segeln werden, von Lizzie. Yes. Diese Indianer sind ganz schön frech. Ah, hier haben wir den EP-Count. 8000 brauchen wir, ne? Das kriegen wir schon irgendwie hin. Die machen doch relativ viel Schaden, aber. Jo, der Dorfbewohner.
Der fightet einfach mit, haben wir hier auch noch eine. Ja, sehr gut. Ja, brauchen wir noch ein paar Rodellas. Wenn wir schon in Havanna sind. Man lebt ja nur einmal. Und ich glaube allgemein gegen die Fernkämpfer, gegen die Blasrohrschützen sollten wir viele Nahkämpfer ausbilden. Vor allem halt auch Kavallerie, aber auch Schwertkämpfer. Was soll der Geiz? Ist unser Bevölkerungslimit zu hoch oder haben wir... Ah, wir haben nicht genug Gold. Ja, die Einheiten kosten ganz schön viel Gold. Und jetzt haben wir auch keine Nahrung mehr. Yo! Wir brauchen ja Leute an Gold. Ich bilde mal hier einen Dorfbewohner aus, den schicken wir dann an Gold, dann können wir die Mühlen upgraden und so weiter. Dann rollt der Rubel. Lore. Der eine Husar hat es auf jeden Fall sehr gebracht, den ich noch ausgebildet habe. So. Cheshire. Commander, man. Yes. He was. Yes. Date of the Amatek, sir. Be kind to us. Yes. He was. Yes. He was. Oh, die sind hier überall. Diese Weglagerer. Wir töten sie aber alle. Date of the. Be knemish, knemish. Schau. Schau. Amatek, sir. Amatek, sir. Be kind to us. Amatek, sir. The bar. Was der labert morgen, das ist so fertig. Ach so. Wo haben wir ihn denn? Wir brauchen morgen die Spezialfähigkeit. Morgen. Send ich die hier mal um. Das sind jetzt doch ein paar Fehler irgendwie hier. Aber das dürfen wir eigentlich noch kriegen. Oh! Fuck! Warum sind das so viele, Mann? Wo kommen die ganzen Indianer her? Aus welchen Löchern kommen die denn gekrochen? Die greifen natürlich das Lager an, deswegen müssen wir gleich mal unsere Truppen zurückschicken. Weil sie es einfach nicht lassen können. Sie müssen immer Stress machen, immer provozieren, diese Indianer. Und dann werden wir als Eroberer immer als die Bösen dargestellt. Wir machen doch gar nichts, wir chillen hier nur, richten unsere Kolonie ein und dann sowas. Wie ich hörte, habt ihr hier einiges Gutes getan morgen. Könnt ihr auch mir einen Gefallen tun? Aber gerne doch. Dieser Indianerjunge hier braucht sicheres Geleit zurück zu seiner Familie auf der nächsten Insel. Wir töten seine Familie gerade. Und die Indianer, die sein Kanu gestohlen haben, setzt dann damit zur nächsten Insel über. Sie töten einfach alle meine Truppen. Oh Mann, diese scheiß Indianer. Die sind so stark. Weil zu viele sind. Irgendwie nur so wenige. Richtig frech, Mann. Hier müssen wir den da hinbringen. Den Ramsay, oder wie heißt der? Ne, wer war denn der Ramsay? Da stand noch der Ramsay. Leon! Und ich haue! Ja, ich haue! Ready! Avon! Oh, der kann auch kämpfen, lol. Mondemund! Leon! Yes! Avon! Mit dem Indianerjungen von nebenan sollte man nicht spaßen. Ready! Yes! Mondemund! Leon! Da brauchen wir Siedler, dass wir mehr Rohstoff haben. Damit wir auch eine vernünftige Armee aufstellen können, weil es sind doch mehr Indianer, als ich erwartet hätte. Naja. Ich sollte vielleicht das nächste Mal mein Fenster zumachen, weil man die Straße doch ziemlich laut hört. Aber gut, da machst du nichts, ne? Bild mal nochmal. 5 Armbrustschützen. Wir schauen mal hier mit den Reitern nach dem Kanu. Ich vermute mal, das Kanu wird irgendwo am Strand sein.
Wahrscheinlich da unten, wo die toten Indianer liegen. Hier am Eck. Boxen ist viele. Warum sind es so viele, Mann? Das sind verdammt viele, ey. Dicke Scheiße. Ihr seid kack Indianer. Eingeborene, ihr müsst eigentlich schwache Kämpfer sein. Diese Zeichnung hier unten, Mann, wie der ausschaut. Die Muskeln sehen irgendwie aus, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, aufgemalt. Als wäre das irgendwie so ein Lederanzug oder sowas. Naja, das sieht man auch schon bei den Indianern. Wurde gepusht, wo nur ging. Aber wir können hier unten mal. Wir können nur EP bekommen, weil wir noch keine kein eisernes Pferd haben, beziehungsweise noch keine Postkutsche, weil wenn wir eine Postkutsche haben, dann können wir uns auch Nahrung bringen lassen oder sowas. Mit einer Lokomotive erst recht. Nahrung, Gold und Holz. Yes. Du gehst auch mal hier unten Schafe schlachten. Oh Gott, Bevölkerungslimit. Yes. Jetzt müssen wir da ein paar Häuser bauen, damit wir unsere Leute unterbringen können. Mach einfach mal hier. Ey, ich hoffe, sie baut sich nicht ein. Was zum... Wow, sie greift wieder an. Die wollen Stress. Boah, ey, Mann, dieses... ey, scheiße. Wie man einfach die Autos mega hört von der Straße, scheiße. Aber es ist, na, wobei es warm ist es heute eigentlich gar nicht, aber keine Ahnung, das Fenster ist noch offen. Bisschen durchziehen noch von der Nacht, damit frische Luft bisschen reinkommt. Ey, ich steh kurz auf. Ich schneide es dann einfach raus, wenn man mich jetzt im Hintergrund groß das Fenster zu machen hört. So, da bin ich wieder. Ich kann mich ja leider nicht muten, deswegen muss ich das rausschneiden, ist aber kein Problem, da ich ja meine Tonspur sowieso extern aufnehme. Jetzt nehmen wir mal den Indianerjungen mit. Wir sollten halt gucken, dass wir ihn nicht verlieren. Dass er uns nicht abkratzt. Schicken wir mal die Kavallerie vor. Und die Infanterie hinterher, wir haben nicht mehr lange Zeit. Also viel sind sie gar nicht. Wir müssen gucken, dass der Indianerjunge uns nicht wegsteht. Ah, da lebt ja noch einer. Und Rundumschlag. Ja, ich dachte, es wären mehr. Ach du Scheiße. Der Indianerjunge bleibt jetzt erstmal weg. Oh na Jorte, da wollten sie. Fuck, die machen das Kanu kaputt. Nicht das Kanu kaputt machen, ihr Pisser. Wie viele Leute passen eigentlich zum Kanu rein, weil dann... Soll mal noch ein paar Armbrustschützen mitgehen? Achso, die passen einfach alle easy in das Kanu, oder was? Wie viele Leute passen in das scheiß Kanu? Achso, jetzt ist er auf einmal voll, alles klar.
Alles klar. Schick mal die Truppe mal wieder zurück. Die kann wieder Nahrung farmen. Dann bilden wir hier mal ein paar Truppen aus. Ach du Scheiße. Puh, zum Glück sterben die Truppen nicht. Ich dachte, die sind jetzt kaputt, wenn die das Kanu im Wasser kaputt machen. Ich habe diesen jungen Krieger nicht mehr gesehen, seit er sehr klein war. Da ihr meinem Volk geholfen habt, werde ich eurem helfen. Südlich von hier haben Männer mit langen Gewehren ein Heiligtum gestohlen. Bringt es zurück und die Kariben werden euer Dorf nicht mehr angreifen. Diese Krieger werden euch unterstützen. Achso, ich dachte nämlich, ich muss jetzt einen Hafen bauen, weil mit den Truppen kann ich das vielleicht nicht machen. Jetzt müssen wir das Artefakt holen. Männer mit langen nicht Gewehren. Nicht nachlassen, Männer! Noch 10 Minuten, bis Lissy Segel setzt! Ah, fuck, wir sollten auf jeden Fall erstmal die Kanonen kaputt machen. Husaren sind da zum Glück ziemlich stark gegen Artillerie. Oh, Kanonen zuerst. Ja, wow. Ich muss morgen irgendwie darüber kriegen, dass ich das Heiligtum erobern kann, aber ich habe keinen Hafen. Ah, Morgan Black. Nein. Ihr habt euch hier wahrlich einen Namen gemacht. Achso, puh, sehr gut. Ich dachte, ich muss das jetzt bergen. Ich dachte schon, ich wäre jetzt ziemlich am Arsch, aber wo ist denn Morgan? Ach, das so. Morgan Black. Wo ist Lissy? Eure Männer an Bord. Ich bringe euch nach Florida. Ach, da ist ja Lissy, lol. Alles klar. Haben wir neue Karten? Nein. Zu wenig EP gemacht. Das war's dann von diesem Part. War ein bisschen verplant, auch mit den scheiß Autos draußen. Jetzt habe ich das Fenster zu. Im nächsten Part ist es dann nicht so. Dann mache ich jetzt hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss und ciao.